Frauen lieben ihn, den frischen, knackigen Salat. Für Männer wie unseren Rockerkoch Timo kommt der eigentlich nicht in Frage. Und deshalb hat er sich was einfallen lassen. Salate für Männer. Was da alles rein muss, wie man sie richtig zubereitet und wie es schmeckt, das sehen Sie jetzt. Rockerkoch Timo Hinkelmann stürzt sich heute in unbekannte Gefilde. Grüner Salat kommt bei ihm sonst nicht auf den Teller. Doch dass Salat auch männlich geht, will er uns heute beweisen. Salate. Heute geht es um Salate mit Coronis. Das heißt, die üblichen Salate fallen erstmal außen vor. Das ist auch richtig was für die Männer, die nicht immer nur Bock haben, auf irgendwas Grünes zu beißen. Ganz ohne Vitamine geht's trotzdem nicht. Timo kombiniert klassische Salate mit männlichem Anspruch. Schnell gemacht, lecker und echte Hingucker. Der Kebab-Salat macht den Anfang. Wir haben ja ein bisschen Döner. Einfach aus dem Discounter, ein schönes Kalbsdöner. Dann haben wir ein bisschen Salatgurke, wir haben ein bisschen Dill. Schöne Tomaten und, die kennt auch jeder vom Knabberabend, Kartoffelsticks. Für den Kebabsalat würfelt er eine rote Zwiebel. Timo hat keine Angst vor Tiefkühlprodukten. Sein Profi-Tipp? Kalbskebab in die Pfanne geben. Aufpassen, gerade wenn das ein TK-Produkt ist, dass wir nicht zu viel reingeben. Sonst kocht der Mist und wir wollen ja, dass es brät, damit es schön knusprig wird. Die Zwiebeln anbraten und würzen. Und wir Männer brauchen es immer ein bisschen pikanter, deswegen ruhig ein bisschen mehr Pfeffer dranhauen. Damit schneller geht, raspelt Timo die Gurke mit einer Reibe. Frischer Dill passt perfekt dazu. Ein Esslöffel Mayonnaise, Salz und Pfeffer machen daraus eine Art Gurkensalat. Das Auge ist auch mit und Timo hat nur knapp 9 Minuten gebraucht. Dem Team schmeckt's. Und dem Kameramann besonders. Mmh. Erstaunlich gut, das hätte ich nicht gedacht. Auch mit dem Dill. Das hättest du jetzt nicht gedacht, weil ich es gekocht habe? Männergericht Nummer 2, der Cheeseburger-Salat mit Doppeltkäse. Dafür brauchen wir nichts weiter als schönes Rinderhack. Und Käse, Gewürzgurken, Ketchup und Senf, Barbecue-Soße, Burgerbrötchen, grünen Salat, Tomaten, Knoblauchpulver und Zwiebeln. Richtig schön Power, bis die Butter fast braun wird. Und dann geben wir erst das Hackfleisch dazu. In der Zeit benutze ich gerade schon mal, nehme ich mir hier die Tomaten und würfel die auch schon mal fein runter. Dann nehmen wir jetzt noch die Gewürzgürkchen, weil jeder Burger braucht ja auch so ein bisschen diese geile in Essig eingelegte Gurkenpower. Schneiden wir uns auch in feine Streifchen. Klar ist, das wird eine Kalorienbombe. Zum Hack anbraten hat Timo noch einen Profi-Tipp. Wichtig ist, wenn wir Hack anbraten, Salz und Pfeffer erst immer zum Schluss dran geben. Ja? Pfeffer verbrennt schnell, wird dann bitter und hinterlässt so einen leicht tranigen Geschmack. Das wollen wir nicht, deswegen Pfeffer zum Schluss und Salz auch erst beim Hackfleisch zum Schluss, weil das Hackfleisch sonst auswässert. Und dann kocht das wieder. Und kochen ist in dem Fall scheiße, weil wir wollen es ja anbraten. So, und jetzt kommt es so ein bisschen drauf an, was jeder so mag. Manche Leute mögen ja, also Ketchup und Senf geht ja sowieso meistens immer. Und dann gibt es ja auch noch Menschen, die essen gerne Barbecue-Soße. Timo macht es sich leicht und kombiniert die Soßen ganz einfach. Jetzt kommt schon so langsam, wenn ich euch das so zufächer, dieser typische Burger-Geruch durch. Ne? Und jetzt, weil wir den Cheeseburger-Effekt haben wollen, geben wir einfach ein bisschen von unserem geriebenen Käse dazu. Und in der Zwischenzeit muss ich einmal das Brett sauber machen. Fertig. Timo freut sich schon auf die Hackfleisch-Käse-Mischung. Dann zieht sich das so langsam. Lecker. Als kleine Croutons fungiert das gehackte Hamburger Brötchen. Timo brät es in Knoblauchpulver und Butter an. Angerichtet an Romana-Salat. Und was ist das Besondere an dem? Er hat so ein bisschen was Herbes, so ein bisschen. Wir brauchen jetzt zu diesem ganz deftigen Zeug so ein bisschen was Naturbelassenes. Und wir wollen es ja so ein bisschen knackig haben, so dass es für alle ansprechend ist. Ne? Und natürlich hier auch kein einfacher Teller, sondern ein Einmachglas. Das Beste am Cheeseburger-Salat? Timo hat nur 13 Minuten gebraucht. Fertig. Löffel rein, auf die Plätze, fertig, los. Gut? Wow. Schön. Und rücken gut. Schön.
Bühne frei für das Nacho-Nest. Dieser Salat wird heiß serviert. Alles, was männlich ist. Bohnen, wir haben Käse. Gut, meist ist jetzt nicht männlich, aber alles zusammen wird halt eine richtig, richtig gute und leckere, geile Sache. Und natürlich feurige Jalapenos. Ich fange auch direkt an, bringe die Pfanne auf Hitze, hau da ein ordentliches Stückchen Butter rein. Also wir haben hier ein bisschen Schwein und ein bisschen Rinderhack. Rösten das Ganze gleich wieder schön an und können in der Zwischenzeit auf jeden Fall schon mal die Tomaten und die Zwiebeln bearbeiten. Und was muss man beim Fleisch beachten? Hier ein Tipp vom Chefkoch. Erst das Hackfleisch. Und wenn das kurz vor fertig ist, gebe ich erst die Zwiebel dazu, dass sie einfach nur noch mal ihr natürliches Aroma quasi mit einem kleinen Arschkick unter das Fleisch hebt. Darum geht's. Dann als nächstes legen wir uns das Hackfleisch erst zur Seite. Und dann gehen wir an diese ganzen Sachen hier. Die Kidneybohnen, Mais, die Jalapenos, die Tomate, dass wir so ein bisschen Hitze kriegen natürlich in die Produkte. Und dass das Ganze natürlich auch einfach so ein bisschen einschlonzt. Ja? Timo gibt noch ein wenig Paprikapulver zum Hack, bevor er es aus der Pfanne nimmt. Jetzt kommt die Schärfe ins Spiel. Die Tex-Mex-Zutaten werden kurz in der Pfanne angebraten. Timo hat außerdem noch einen Tipp für echte Kerle. Für Leute, die es richtig scharf mögen, könnten wir jetzt noch eine Habanero dran machen oder eine frische Peperoni. Sobald man die Kerne rausschneidet, ist sie gar nicht mehr so scharf. Es sind eigentlich nur die Kerne. Ich lasse es jetzt erstmal in dem Fall weg, weil ihr alle noch probieren wollt. Ne? Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir die Nachos noch dazugeben. Jetzt darf ich auch nicht mehr schwenken, weil die Biester fliegen sonst allen um die Ohren. Gehen wir da vorsichtig mit dem Pfannenwender drunter, dass wir möglichst viel von der Masse auch auf diese Nachos bekommen. Und jetzt kommt das, was alles immer leckerer macht, Käse. Jetzt nur noch 3 Minuten. Deckel drauf, dann wird der Käse schön weich. Und das Ganze in nur gut 16 Minuten. Jetzt heißt es ran an die Nachos. Schmeckt's denn auch? Super. Pass auf, die Schärfe kommt gleich erst. Oh ja, sie kommt. Man sieht's auch sofort, man sieht's auch sofort. Diana kriegt einen roten Kopf. Alles richtig gemacht. Super. Alles richtig gemacht. Der Pommes-Salat an Hähnchenbrust, Knoblauch-Mayo und Achtung, jetzt wird's doch noch grün. Feldsalat. So ein paar Vitamine müssen wir zum Schluss noch mal dazugeben. Ich fange auch schon direkt an. Hähnchenbrust, wichtig hierbei, in feine, feine Scheiben schneiden. So richtig schön dünn, wie man das so kennt, sonst von einer geschnitzelten Pfanne. Wichtig ist, dass die Pfanne vorgeheizt ist. So, die Pommes sind jetzt im Backofen und garen da vor sich hin. Und dann fangen wir jetzt schon mit unserer improvisierten Aioli-Tunke an. Dafür nehmen wir uns ein bisschen Mayonnaise. So, gute 3 Esslöffel. Eine gehackte Knoblauchzehe. Auch hier wieder der Trick. Hinlegen, einmal mit dem Handballen draufdrücken. Und dann kann man, wenn der Vorführeffekt jetzt klappt, mit einem Mal einfach die Schale von dem Knoblauch pellen. Zum Knoblauch gibt's dann noch einen Schluck Milch. Das macht das Dressing fluffiger. Außerdem hackt Timo noch frische Petersilie. Salzen und pfeffern, gut umrühren, fertig. In der Zwischenzeit kann Timo sich um die Pommes kümmern. Die Fritten sind soweit, sind schön groß. Schau mal. Gehen wir jetzt hier in eine Schüssel, weil wir die noch ein bisschen salzen. Dann geht's schon ans Anrichten. Die Pumpkins in der Mitte. Auf die Pommes verteilen wir jetzt unseren schönen Blattsalat. Leicht und locker oben drüber geben. Das hat zumindest schon mal rein optisch, wirkt das einfach gesund. Das Hühnchen packt Timo oben auf den Salat und verteilt die Knoblauchmayo drüber. Das Finish macht der Balsamico-Essig. Und das ist auch der schnellste Salat. So, keine 9 Minuten und das Ding steht. Und auch da wieder heißt es, diesmal an die Gabeln, fertig und los. Sonst liegen die Pommes neben dem Salat. Timo packt sie mitten rein. Mal sehen, wie es dem Team schmeckt. Ich glaube, es schmeckt Mädchen und Jungs gleichermaßen. Das können dann Pärchen optimal zusammen essen. Schön knusprig. Ob nun für Männer oder Frauen, ein echter Volltreffer, die Salate. Hauptsache, es schmeckt und macht wenig Arbeit. Was aber weder Mann noch Frau hinterher erspart bleibt, Küche putzen.